Meines Vaters. Wegen deines Vaters? Ich hab gehört, er wäre ein Pirat. Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Jack Sparrow? Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut, ich hab's kapiert. Gut. Romanov sitzt in der Hafenkeizelle. Kapitän Romanov sitzt in der Hafenkeizelle. Aha. Dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt. Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Sehr schön. Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Geil. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Vasili meinte, dein Vater hätte eine Baracke hier in der Stadt. Aber vor allen Dingen glaubt er nicht, dass dein Vater auf der Insel ist. Vasili glaubt nicht, dass dein Vater hier auf der Insel ist. Von Vasili habe ich auch nichts anderes erwartet. Immerhin kenne ich ihn ja schon eine Weile. Kann schon sein, aber er hat mir einige interessante Details über Gregorius verraten. Ja? Was hat er erzählt? Wegen deines Vaters. Wegen deines Vaters. Romanov mag deinen Vater aber nicht besonders. Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Piraten und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch nicht beruhigend, dass Romanov in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden. Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Und nochmal wegen deines Vaters. Wegen deines Vaters. Vasili meint, dein Vater hätte eine Baracke hier in der Stadt. Der alte Haudegen. Ich wusste es. Okay, pass auf. Dann musst du dorthin gehen. Finde heraus, wo die Baracke ist und sieh nach, ob du einen Hinweis von meinem Vater findest. Aber lass dich dabei nicht beobachten. Es gibt einige, die ganz heiß auf den alten Kram meines Vaters sind. Ich habe hier diesen Schlüssel bei Ericsson gefunden. Ich habe bei Ericsson diesen Schlüssel gefunden. Zeig mal her. Er trägt die Initialen meines Vaters. Kein Zweifel. Mit diesem Schlüssel hat mein Vater seine Habe eingeschlossen. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo. Na, das mit der Dings haben wir nur schon gefunden. Das heißt, wir können ganz entspannt da jetzt hinwandern. Und uns ja, wo die Baracke ist, weiß ich natürlich auch. Ich habe dieses Spiel ja gesuchtet, geliebt. Ich liebe es immer noch. Das ist einfach nur ein... Hey, du! Carlos will mit dir sprechen! Er wartet auf dich oben im Wachhaus! Schau mir doch nicht so an. Mann. So, hier ist Stahlbarts Baracke. Mit dem gehen wir jetzt hier die Tür auf. So, was finden wir da drin? Ein Bett. Ein Herd, der natürlich immer an ist. Ein Wildschweinfell. Ein bisschen anderes Zeug. Noch ein Bett. Und Stahlbarts Schatztruhe. Was haben wir da drin? Guck mal. Und ein altes Schriftstück. Boah, ein altes Schriftstück. Können wir das lesen? Ganz kurz. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gen Nord, Nordost, zu Ost. Das alte Grab wird es wissen. J.S. Gregorius Emanuel Stahlbart. gut. Ich verstehe das nicht. Aber Patty wird's verstehen. Also quatschen wir nochmal schnell mit ihr und dann quatschen wir mal mit Carlos und wollen dann mal wissen, was der alte Sack noch für uns so auf Lager hat. Das würde mich jetzt persönlich doch nochmal interessieren. Ne wahr? Ja. Hallo Patty. So. Wegen deines Vaters. Ja. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmünzen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Persönlich bevorzuge ja das Gold. Gib mir das Gold. Der Rest interessiert mich nicht. Abgemacht. Hier hast du dein Gold. War mir ein Vergnügen, kleiner Held. So, und jetzt will ich nur noch eins.
Raus aus dieser verfluchten Stadt. Tja, das wollen wir doch irgendwie alle. So. Und weiterhin rennen wir hier kräftig fleißig durch die Gegend. Ne? Und sind jetzt auf dem Weg zum Wachhaus. Ja. Was ich ja persönlich ganz witzig finde, ich habe ja probiert, hier die Videos auch in HD abzuladen, beziehungsweise ich loade sie in HD ab. Was mich doch noch immer ein bisschen wundert, ist, dass links und rechts beim in YouTube dann die Ränder ziemlich groß und fett und schwarz sind. Das heißt, ich habe fette schwarze Ränder links und rechts. Warum das so ist, weiß ich nicht. Persönlich ist es ein bisschen hässlich. Sollte einer von euch einen Tipp haben, wie man das wegkriegt, weil das ist ja nicht nur bei den HD-Videos so hier von Risen, auch bei den Portal-Videos war das so und bei den Game of Thrones und Risen 2. Sollte einer von euch einen Plan haben, wie man das wegkriegt, ja, sagt mir Bescheid, schreibt es in die Comments und schreibt generell in die Comments für den Fall, dass ihr Wünsche zu spielen, Wünsche zu diesem Spiel, Anregungen oder habt. Einfach sagen, ich freue mich immer. Ah, gut, dass du da bist. Sprich, wie sieht's aus? Ich hab da so einige Gerüchte gehört. Tja, die Lage sollte sich mittlerweile entspannt haben. Ja, sieht ganz so aus, als hätten wir die Situation einigermaßen im Griff. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der Don seinen Plan, die Stadt zurückzuerobern, endgültig aufgibt. Nun wird es Zeit, dass wir uns um den Artefaktschmuggel kümmern. Ich muss wissen, wie die Mistkerle die Artefakte aus der Stadt schaffen konnten, ohne erwischt zu werden. Okay. Tja, ich glaube, ich mache das mal. Ich werde die Artefaktschmuggler für dich aufspüren. Viele vermuten, dass das Bordell am Hafenkai damit zu tun hat. Aber Sonja traue ich das nicht zu. Ich denke eher, dass die Banditen hinter der Sache stecken. Wenn du dafür einen Beweis finden würdest, könnten wir die Schmugglerbande endlich dingfest machen. Tja, ja. Das Gold von Romanov ist geborgen. Das Gold von Kapitän Romanov ist geborgen. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, der Mistkerl würde das Rätsel um den Verbleib des Goldes mit ins Grab nehmen. Gute Arbeit. Ah, 150 Gold, natürlich. Warum wird das Volk eigentlich gefangen gehalten? Warum wird das Volk in der Hafenstadt gefangen gehalten? So. Du glaubst also, dass wir die Leute hier gefangen halten, ja? Jetzt pass mal auf. Draußen lauern Gefahren, denen ein einfacher Bürger nicht gewachsen ist. Alle, die sich innerhalb der Mauern dieser Stadt befinden, können froh sein. Schließlich beschützen wir sie. Also, ich möchte sowas nicht wieder hören. Klar? Schon gut. Gut, wegen den Banditen des Don. Wegen der Banditen des Don. Sid war eine harte Nuss. Jedoch wird er dir ab heute keine Probleme mehr machen. Sid, sagst du? Der war mir schon lange ein Dorn im Auge. Sehr gut. Hier hast du ein paar Münzen als Belohnung. Und noch einen haben wir erwischt. Wegen der Banditen des Don. Lukor war sehr bemüht, Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Das hat sich nun erledigt. Lukor. Wenn ich schon den Namen höre, sträuben sich mir die Nackenhaare. Eine Sorge weniger. Gut gemacht. Ja. Klasse. Haben wir uns doch darum jetzt auch mal ganz gekümmert. Ach ja, Mensch, ich weiß gar nicht, ich habe meine Uhr hier nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Normalerweise muss ich hier immer nebenbei meine Uhr mitlaufen. Aber ich habe die heute nicht bei, das heißt, ich weiß gar nicht, wie lange diese Aufnahme hier schon geht. Meine Fresse. Ja. Persönlich finde ich jetzt mal was speziell. Na, was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Bestimmt, dieser Typ. Ich wusste nicht, dass der Zutritt hier verboten ist. Ja, schon gut. Geh weiter. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Ich hörte, ihr haltet einen Schatzsucher gefangen? So ist es. Und er wird auch weiterhin in diesem Haus bleiben. Es sei denn, der Mistkerl redet. Okay. Du hast wohl öfter Probleme mit dem Banditen, Mister. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don? Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony.
Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde. Tja, ich könnte dir ja helfen. Ich werde dir bei deinem Problem mit Tony helfen. Oh, gute Idee. Ich kann seine dämliche Visage nicht mehr sehen. Obwohl, mich würde ja schon interessieren, was er hier eigentlich sucht. Okay. Das ist nun relativ einfach. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Was genau werft ihr ihm vor? Was genau werft ihr ihm vor? Der Kerl ist ein Verbrecher. Er wird hierbleiben, bis wir die 3 Goldschalen haben, die er versteckt hält. Carrasco hat mich angewiesen, den Gefangenen so lange hier zu behalten, bis wir die Schalen in unseren Händen halten. Okay. Wie könnte ich dich dazu bewegen, ihn freizulassen? Du willst mich doch wohl nicht etwa bestechen, oder? Das wirkt bei mir nicht. Du wirst dich so lange gedulden müssen, bis ich eine Nachricht von Carrasco bekomme. Erst wenn die Sache mit den 3 Goldschalen geregelt ist, werde ich Olf wieder freilassen. Hör mal, du Spaßvogel. Noch einen Schritt weiter und du wirst es bereuen, klar? Gut, das heißt, wir kommen da jetzt nicht so ohne weiteres rein. Aber vielleicht können wir uns. Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen. Sonst werden wir beide noch verhaftet. Ach so, was ist denn los? Hopsa, falscher Kopf. Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Ja, weiß es schon, aber... Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Ja. Was genau ist dein Auftrag? Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Tja, ja, die Weißen machen dir wohl ganz schön zu schaffen. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Tja, und du willst die Weißen bestehlen? Du willst die Weißen bestehlen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hä? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Okay, und wo genau soll das Amulett sein? Wo genau soll das Amulett sein? Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Aber ich frag mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Tja, erzähl mir doch mal ein bisschen was über das alte Haus. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich habe sie es selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Okay, ich werde dir dein Erbstück holen. Ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding, aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Ja gut, wir haben sowieso vor, es Hernandez zu geben, von daher ist das kein Problem. Halt! Du kommst hier nicht rein! Tja, Tony will. Tony will etwas aus diesem Haus stehlen. Ha, ich wusste es. Und was will er stehlen? Angeblich hat er den Auftrag, ein Familienerbstück des Don aus dem Haus zu holen. Ein Amulett. Ein Erbstück? Wen interessiert denn sowas? Es ist aus Gold. Ah, das ist etwas anderes. Nur haben wir das ganze Haus schon auf den Kopf gestellt. Aber ein goldenes Amulett haben wir nicht gefunden. Und wenn wir es nicht finden, ist da auch nichts. Ich werde dir das Amulett besorgen. Ich werde dir das goldene Amulett besorgen. Tatsächlich. Ja, wenn Tony das Amulett des Don nicht kriegt, wird er von alleine wieder verschwinden. Kann schon sein. Aber dazu müsste es überhaupt noch in diesem Haus sein. Und das ist es nicht. Und wenn doch? Du Großmaul, du glaubst wirklich, dass deine Augen besser sind als unsere, ja? Dann geh rein und überzeug dich selbst. Da ist nichts.
Aber mach keinen Unsinn, klar? Wir behalten dich im Auge. Und noch ein Ohrenskrieger und hier ist wieder ein Ohrenskrieger. So. So, haben wir auch hier wieder ein bisschen was mitgehen lassen. Was ist hier oben so? Ein Beet. Und noch mehr Beeten. Schatztruhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich will ja nicht, dass uns hier einer... So. Damit haben wir das auch hier schon mal.